Ich grüße dich. Ich nehme mir jetzt gerade für dich Zeit, dir meine heutige Botschaft zu überbringen. Jetzt, genau in diesem Augenblick, denke ich über den nächstgesprochenen Satz nach. Und schon ist dieses Jetzt wieder vorbei und das vorige Jetzt ist schon vergangen und das zukünftige Jetzt kreiert sich bereits neu. Das Denken an die Vergangenheit oder Zukunft ist selbst nur das Jetzt. Die wirkliche Zeit ist immer das Jetzt und Zeit ist unser Dasein jetzt in dieser Welt. Nimmst du das Jetzt als Augenblick wahr, erlebst du das Jetzt als ein erfüllendes Dasein fernab von Hektik und Stress. Interessante Betrachtungsweise über das Jetzt findest du auch? Ich habe vor kurzem eine Weisheitsgeschichte von einem unbekannten Verfasser gelesen. Diese möchte ich euch weitergeben. Viel Spaß beim Zuhören. Nur ein Augenblick. Ein Weiser wurde gefragt, wie es gelingen konnte, den Augenblick voll auszukosten, um etwas davon festhalten zu können. Schließlich sei der Augenblick zu wertvoll und unwiederbringlich, als dass man ihn einfach so entschwinden lassen könne. Was denkst du, fragte der Weise den Fragenden, wenn du versuchst, den Augenblick festzuhalten? Ich denke, jetzt, antwortete dieser. Und dann, fragte der Weise, in dem Moment, in dem ich jetzt denke, ist er auch schon vorbei. Und ich habe nichts mehr davon. Festhalten kann ich nichts. Du hast recht, erwiderte der Weise. In dem Moment, in dem du jetzt denkst, ist das Jetzt schon vorüber. Jetzt sage nützt gar nichts. Aber was soll ich tun? Fragte der andere. Ganz gleich, was ich denke. Es ist sofort verflogen. Du täuscht dich, sagte der Weise. Ich will dir ein Geheimnis anvertrauen. Versuch es einmal ganz anders. Atme tief ein und tief aus. Höre auf den Schlag deines Herzens. Schau, was jetzt gerade ist. Und dann sag ganz einfach und ruhig, ja, in diesem Jahr kostest du den gegenwärtigen Augenblick voll aus. Viele vergangene Augenblicke und viele Augenblicke, die noch kommen werden. Das Jahr verfliegt nicht wie das flüchtige Jetzt. Es bleibt bei dir. Das Jahr ist stärker als die Zeit. Es hat Teil an dem, was nicht vergeht. Der Weise lächelte. In jedem Jahr wohnt ein Augenblick Ewigkeit. Du kannst es fühlen. Ja, und nun wünsche ich dir einen wundervoll traumhaften Augenblick in deiner ruhenden Präsenz. Alles, alles Liebe und bis bald. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.